Moin Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Ball-Opening auf diesem Kanal. Ich bin der Shironoi und ja, wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Mehr oder weniger pünktlich habe ich es geschafft, endlich mal wieder ein Ball-Opening zu machen. Der neue Top-Agent ist draußen und der rekrutiert die Spieler der Champions League-Vereine, die der Runde der letzten 16 waren und jetzt ausgeschieden sind. Sprich, da gäbe es ein paar richtig gute Spieler, die ich gerne mal ja, ziehen würde. Und zu Beginn haben wir Thiago von Atletico Madrid rausgeholt, im Mittelfeld zu Hause und kann da durchaus das ein oder andere mal eingesetzt werden. Wir haben im letzten Ball-Opening ja Verratti gezogen und dann habe ich auch noch Tioté von Lazio. Also da gibt es ein paar Alternativen und es ist schön, dass wir da ein bisschen rotieren können und mal ausprobieren können. Ja, auch mit dem Trainer, wer da die beste Chemie hat. So, und wir ziehen den zweiten Ball. Und die Bälle rotieren ein weiteres Mal. Und wir haben erneut einen schwarzen Ball gezogen. Also die Rate ist bisher ganz gut und ordentlich. Und Johan Cabay von PSG tritt unserem Verein hinzu. Auch ein weiterer Spieler im Mittelfeld. Zu Hause, also langsam haben wir wirklich genügend Alternativen. Aber trotzdem schön, solche Spieler auch im Kader zu haben und ja, wie gesagt, rotieren zu können. Und jeder wird da definitiv ein paar Einsatzzeiten bekommen. Man muss ja auch ein bisschen die Harmonie abklären, wer da so am besten mit wem davon harmoniert. Und wir rotieren weiter und der dritte Ball, auch der ist ein schwarzer und wir haben CR7 Schuhe, da war ich schon so ein bisschen aufgeregt und haben dann aber in Anführungsstrichen nur Theo Walcott gezogen von Arsenal rechts außen und ich habe ja schon des Öfteren bemängelt, dass ich endlich mal ein paar richtig, richtig gute Flügelstürmer brauche und jetzt habe ich hier Theo Walcott gezogen. Bisher definitiv ein Upgrade zu dem, was ich momentan habe im Kader in der ersten Elf, aber dann doch noch nicht das, was ich mir natürlich wirklich versprochen habe. Wir haben ja hier auch das Team of the Year dabei, 2014, zum Beispiel auch Di Maria und solche Spieler, die ich gerne hier sehen würde. Währenddessen haben wir aber tatsächlich den ersten großen Wurf gelandet mit Kondogbia. Das ist der Spieler in diesem Ball-Opening, der bisher doch wirklich der ja, erste richtige Hochkaräter ist, der momentan auch den Vorzug wahrscheinlich geräten haben wird vor TOT und ja, also momentan sehr viele Mittelfeldspieler und ich bin immer noch auf der Suche nach ein paar richtig guten Stürmern und ja, Außenfeldspielern und während ich hier rede, Kurzawa, Linksverteidiger von Monaco, ist natürlich ein sehr guter Spieler. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, weil Monaco, also ich verfolge jetzt den AS Monaco nicht, in der League One oder League 1. Aber wir haben natürlich links hinten Alaba auch und da müssen wir mal schauen, wie wir das machen werden. Vielleicht werde ich Alaba in Zukunft auch ein bisschen offensiver einsetzen, meinetwegen als Linksaußen, dann weil ich mit Evra auch hinten einen guten zweite Alternative habe für die Linksverteidigerposition. Und der nächste Spieler ist Ansaldi von Atletico. Polyvalent links und rechts hinten und im Mittelfeld einsetzbar. Jetzt keine Verstärkung für die Spitze vielleicht im ersten Moment. Aber ja, kann man definitiv auch mal ins Rotieren mit reinnehmen. Und hier habe ich, glaube ich, gerade gecuttet. Ich weiß gar nicht. Ich musste es ein paar Mal machen, weil Pro Evo, glaube ich, ein, zwei Mal einfach ja, abgestürzt ist. Und wenn man das jetzt im Video nicht ganz direkt sieht, dann habe ich das einfach boshaft geschnitten. Und der nächste Spieler ist nur ein goldener Ball, aber dafür haben wir noch ganz gutes Losglück, denn Maicon, also der junge Maicon, Brasilianer beim FC Porto zu Hause, in der Innenverteidigung primär, glaube ich, auch als Rechtsverteidiger auch zu spielen. Aber ich glaube, in der Innenverteidigung ist er da
eher zu Hause. So, und momentan, also vom Fazit her, schon mal richtig gute Spieler. Das Mittelfeld wurde richtig gut verstärkt eigentlich. Und die Defensive haben wir auch ein paar richtig gute Spieler gezogen. Für die Außen in der Innenverteidigung habe ich noch den einen oder anderen Spieler Bedarf, der da an der Seite von Hummels dann spielen wird. Schauen wir mal, ob wir da noch einen guten Spieler ziehen werden. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch. Wenn es euch gefällt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Könnt ihr mich und meinen Kanal unterstützen und mir dann auch sagen, ob euch das gefällt hier, was ich mache. Ob ich hier weitermachen soll mit den Ball-Openings. Und jetzt habe ich meinen ersten richtigen Stürmer gezogen, Berbatov. Mittlerweile auch 33 Jahre alt bei Monaco. Ja, jetzt habe ich davor Loic Remy und Berbatov. Zwei Stürmer, die einzigen Stürmer im Kader sind, die plus 80 sind und also 80 gerated sind. Nicht das, was ich mir jetzt erhofft habe, wie gesagt. Also natürlich sind wir hier alle auf der Suche nach Ibrahimovic. Berbatov. Vor 3-4 Jahren hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr drüber gefreut, aber sei es drum. Und dafür ist aber der nächste Ball wieder ein schwarzer Ball. Und Ömer Toprak von Bayer Leverkusen in der Innenverteidigung. Ja, kommt zu, oder kommt auf Schalke. Auch ein bisschen kurios in die Geschichte. Ja, und jetzt haben wir die Frage, setzen wir Toprak oder vielleicht Mathieu in die Innenverteidigung als Partner zu Hummels? Gibt es viele, viele Möglichkeiten, da müssen wir, da muss ich wieder einiges ausprobieren, wie ich da dann online eben auch spielen werde. Und dafür der nächste Ball auch schon wieder ein schwarzer Ball. Also wir haben eine sehr gute Rate, was die schwarzen Bälle angeht, und wir ziehen hier die ganze Bayer Innenverteidigung. Mit Emir Spar ich jetzt auch noch gezogen, also Wahnsinn, hier die, wir ziehen die ganzen, ich habe auch bald schon gefühlt die ganze Bayer Stammelf hier im Kader. Und ja, also schon witzig, was man hier in dem Ball-Opening für Spieler zieht. Ein goldener Ball ist es diesmal geworden und das ist Herrera vom FC Porto, der Mexikaner, der im Mittelfeld überall einsetzbar oder fast überall einsetzbar ist. Zentral und rechts, aber ich glaube, den werde ich dann höchstens für die zweite Hälfte irgendwo benutzen, aber für die erste wird das wahrscheinlich nicht reichen. Da haben wir ja wie im Ball-Opening bisher gesehen schon genügend Alternativen im Mittelfeld. Und die Bälle rotieren und es stoppt ein weiterer schwarzer Ball. Und Edin Dzeko, das war so der erste jetzt wirklich, wirklich richtige gute Stürmer, den wir hier gezogen haben. Da war ich auch echt erleichtert, endlich mal einen Hochkaräter dann auch da vorne vor dem gegnerischen Tor zu haben, der die Bälle dann auch gut reinmachen kann. 84 gerated der Spieler, also endlich mal jemand, der da vorne das Potenzial hat, meine erste Elf auch richtig in die Spitze hin zu verstärken. Und jetzt hoffe ich doch endlich mal ein paar richtig gute Flügelspieler. So, wieder CR7-Schuhe und ich bin schon wieder fast ausgerastet vom Stuhl gefallen. Es ist Van der Wiel, der Holländer oder der Niederländer bei PSG, also auch sehr viele Spieler von Paris Saint-Germain, die ich hier und heute gezogen habe. Verteidiger, ja, primär Außenverteidiger oder Rechtsverteidiger, da habe ich jetzt auch mehrere Optionen momentan. Jan Martja, der Erste, der da auf der Position gesetzt ist bei mir. Also, wir ziehen heute irgendwie alles, aber keine guten Flügelspieler. Das, was eigentlich die erste richtige, wichtiger Punkt ist, den ich verstärken möchte. Zabaleta von Argentinien, von Manchester City. Stößt auch noch hinzu, ein weiterer Rechtsverteidiger. Also, Alternativen haben wir mittlerweile wirklich wie eh und je da hinten. Ja, besser gerated, glaube ich, als Jan Maat. Ich muss mal gucken, wen ich da dann spielen werde. Wenn ich mit Viererkette spiele, dann eben der erbitterte Kampf zwischen ihm und Jan Maat. Und
ja, ein paar Bälle werden wir noch ziehen. Ich habe heute richtig viel Bock gehabt zu ziehen, dementsprechend auch viel investiert, viele GP investiert da rein. Bisher hat sie das doch ganz gut zurückgezahlt. Quintero vom FC Porto, junger Spieler, der im Mittelfeld zu Hause ist, auch wieder auf rechts und in der Zentrale einsetzbar. Und ich sehe gerade, glaube ich, dass mein Mauszeiger im Bild ist, also totale Professionalität hier. tut mir leid, deswegen, ja. So dann auch mal vorkommen, glaube ich. Ja, und nach allen schwarzen Bällen wieder mal ein Golden Ball und die Ironie des Schicksals. Son, ein weiterer Bayer. Ein Flügelspieler, der, ja, links außen auch wieder ein Upgrade darstellt zu dem, was ich habe, aber auch jetzt nicht das primär war, was ich mir erhofft habe. Ich meine, da können wir alle irgendwo auch zustimmen. Ich denke, da gibt es wesentlich bessere Alternativen. Es war so teilweise langsam so, hat das Ball-Opening so ein bisschen so eine lächerliche Richtung genommen, was diese Offensivspieler da angehen. Der nächste war Fernando, wieder ein Sechser und auch wieder ein guter Spieler. Ja, müssen wir dann gucken, wenn ich da dann spielen lasse. Mittlerweile auf der 6 und im Mittelfeld viel zu viele Alternativen. Ich war langsam echt nur noch froh, wenn ich irgendwelche richtig guten Außenspieler zu Gesicht bekomme hier und auch ziehe. So, dann haben wir jetzt Bernd Leno mal wieder von Bayer. Also frag mich nicht, was da los war. Die ganze Zeit Spieler von Bayer hier zu ziehen, ist auch ein bisschen skurril irgendwie. Hinten hatte ich hier die ganze Zeit Neto als Torhüter gespielt und habe dann auch Pepe Reiner gezogen. Ja, Leno eigentlich von der Bewertung, von der Gesamtbewertung ein bisschen schlechter als Reiner. Aber ich denke, ich werde ihm da dann vorzugeben, einfach deswegen, weil ich Reiner nicht so groß feiere. So, wir kommen, glaube ich, in die letzten Züge des Ball-Openings und wir sehen, wir ziehen Sydney Sam hier zu Hause auf Schalke bei uns. Ja, es war die pure Ironie, dass wir ihn ziehen. Bisher hat tatsächlich auch mit Walcott der beste Spieler, den ich rechts oder links außen auf der Außenbahn zu bieten habe. Ist eigentlich ein bisschen traurig, aber was willst du machen? Man nimmt einfach die Spieler, die man hier von Konami bekommt. Und da haben wir jetzt eine ganze lange Reihe von schwarzen Bällen gehabt und die habe ich angepeilt und auch bekommen. Wir ziehen, nicht durch, Remy. Olivier Giroud und weiteren Franzosen hier vorn. Also in der Stürmerposition hat sich einiges getan. Auf den Außenpositionen waren wir noch nicht so erfolgreich und ich hoffe, dass wir das im nächsten Ball-Opening ja ein bisschen gerade biegen können und ja, das war es dann auch hier und jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es ein wenig Spaß gemacht. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. War natürlich wieder eine Ehre für euch, dieses Ball-Opening zu produzieren. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mich und meinen Kanal ein wenig unterstützen wollt, würde das natürlich gerne mit ein paar Daumen nach oben tun. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Und ja, haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.